Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Nach der Hitzewelle kam die Abkühlung. Doch die bringt auch Unwetter mit sich. Nachdem der Wetterdienst am Donnerstag vor Gewitter im Ruhrgebiet warnte, können auch am Freitag Gewitter über NRW hinwegziehen. Wir halten dich in unserem Newsblog über das Wetter in NRW auf dem Laufenden, noch gibt es für das Ruhrgebiet keine Gewitterwarnung. Allerdings warnt der Wetterdienst aktuell besonders im Märkischen Kreis, im Kreis Kleve, im Hochsauerlandkreis und in Düsseldorf vor starken Gewittern der Stufe 2 von 4. Dabei kann es zu Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h kommen. Auch können 25 Liter Regen auf einen Quadratmeter herunterkommen. Am Donnerstagabend kann es im Ruhrgebiet ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken bis schweren Gewittern der Stufe 2, beziehungsweise 3, von 4, so der Deutsche Wetterdienst. Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Auch in den kommenden Tagen kehren die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen noch nicht wieder zurück. Die Temperaturen erreichen ihre Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad. Ansonsten bleibt es den Tag über wolkig, zumeist stark bewölkt. Mit Regen und auch Gewittern ist wieder zu rechnen. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperatur bei nachlassendem Regen auf 16 bis 10 Grad. Am Samstag bleibt es weiterhin bewölkt mit vereinzelten Regenschauern und auch Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es auch zu lokalem Starkregen kommen. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 24 Grad, in der Nacht allerdings wieder runter auf 15.